Mit dem Start des aktuellsten Dynasty Warriors im Rücken und quasi Hyrule Warriors vor der Nase wollten wir uns mal darüber unterhalten, was ist eigentlich der Reiz an Musou-Spielen, der ja eigentlich irgendwie nicht ganz nachvollziehbar zu sein scheint. Deswegen unterhalte ich mich heute mit Dynasty Warriors-Fan Dimitri über diesen Trash. Hi, Natascha. Hi. Also, was ist deine persönliche Liebe für Dynasty Warriors? Also man muss im ersten Moment halt sagen, dass es nicht schwierig ist, Schwächen in den Dynasty Warriors-Spielen zu finden. Für die Leute, denen das nichts sagt, das sind ja im Prinzip alles mehr oder weniger Spiele vom selben Entwickler, die seit den späten 90ern erscheinen. Und Dynasty Warriors ist halt so die prominenteste Marke. Und da geht es im Prinzip darum, einen General zu verkörpern, der reihenweise Gegner umholzt. Und was sich verändert, ist eigentlich nur das Szenario. Das fängt an bei der Zeit der drei Reiche, wo jetzt auch das neue Total War stattfindet. Es gibt die Samurai Warriors Serie, das ist dann in Japan im 15. Jahrhundert nach Christus. Dann gibt es eine Gundam-Variante, es gibt Hyrule Warriors, also die Nintendo-Zelda-Variante. Es gibt das Ganze mit Berserk. Also es verändert sich tatsächlich nur das Szenario. Das Spielprinzip bleibt immer gleich. Und was auch immer gleich bleibt, ist, dass es technisch hoffnungslos veraltet aussieht, die Vertonung absoluter Trash ist, also die englische Vertonung ist unerträglich, ist spielerisch gefühlt null Fortschritte macht seit 18 Jahren und trotzdem gibt es halt Leute wie mich, die damit Spaß haben können. Und bei mir ist es so, also meine Faszination kommt daher, dass ich die Prämisse dieses Spiels einzigartig und toll finde. Ich habe das erste Mal Anfang der 2000er davon mitbekommen, damals war ich noch ja nicht sehr viel kleiner, aber sehr viel jünger. Und da hat mir ein Kumpel gesagt, ey, in diesen Dynasty Warriors-Spielen, da spielst du einen General wie in einem Strategiespiel, aber du bist mittendrin in dieser Schlacht und du kämpfst gegen feindliche Armeen und du hast riesige Schwerter, du levelst deinen General auf und bist eigentlich nur damit beschäftigt, links und rechts Kombinationen anzubringen und da dich cool auszuleben. Ja, wie in einem Beat'em-up, nur eben komplett überzogen, komplett übertrieben. Und als ich das dann gespielt habe, dachte ich so, das ist so cool und so einzigartig, weil es wenige Spiele gibt. Mir fällt da jetzt auf den ersten Moment nur Mount & Blade ein, das ja deutlich später dann populär wurde, wo du wirklich in einer Schlacht drin bist und das in so einem Action-Kampfsystem ausleben kannst. Und das ist was ich seitdem immer wieder faszinierend finde. Und dieser Kosmos um spielbare Charaktere aus dieser historischen Epoche und so, das ist halt immer und immer und immer und immer größer geworden, obwohl die Story eigentlich gleich bleibt. Aber man kann damit sehr viel Spaß haben, wenn man sich auf so Grind-Sachen einstellen kann. Ja, ich habe mich ja vor ein paar Wochen bei der Nintendo Direct auch als hoffnungsloser und verzweifelter Hyrule Warriors-Fan geoutet, muss man ja fast sagen. Ich habe es ja damals auf der Wii U gespielt, das heißt mit dem technischen Hintergrund, dass es immer noch trashy und wie ein PlayStation 2-Spiel aussieht, kann ich mich anfreunden, weil ich habe mich da offensichtlich damit angefreundet, indem ich diese Konsole gekauft habe. Aber was mir dann so ein bisschen peinlich geworden ist, ich habe es ja dann für den 3DS nochmal gekauft und ich werde es mir voraussichtlich auch für die Switch nochmal kaufen. Aber wie du auch schon gesagt hast, das ist diese Faszination, dass man mittendrin ist. Für mich war das natürlich auch einfach als Zelda-Fan, dieses Zelda-Universum, die Zelda-Skins. Im Grunde genommen ist Hyrule Warriors ja einfach eine Zelda-Skin für Dynasty Warriors. Ja. Aber vor allem, was mich so fasziniert hatte, ist diese unglaubliche Befriedigung, dieses Hack-and-Slay durch die Monster-Horden, dass du ja links und rechts und nochmal 100 und es ist halt auch relativ einfach. Und wenn man sich überlegt, warum spielt man ein Spiel? Für mich ist immer, ich brauche ein Erfolgserlebnis in einem Spiel. Deswegen kann ich mit Rätseln immer so ein bisschen weniger anfangen als mit technischem Erfolg. Und da hat mir natürlich Hyrule Warriors total in die Arme gespielt, weil es war halt einfach, ohne dass es sich einfach anfühlt. Ja, wir haben da auch im GameStar-Podcast drüber gesprochen, dieses wann schafft es ein Spiel, dir die Vision, die es dir verkaufen will, auch wirklich zu verkaufen? Also wann zieht es dich in seine Welt rein? Und es gibt eben diverse Mechaniken, das hinzubekommen. Hardcore-Gameplay kann ein Aspekt sein, aber Hyrule Warriors und generell die Warriors-Serie drücken dir halt ihre Atmosphäre und ihren Rhythmus so aufs Auge, dass man sich einfach da drin verliert. Und dann kommt halt eben dieser Fanservice dazu. Ich habe Hyrule Warriors auch sehr gerne gespielt. Das ist, glaube ich, das Dynasty Warriors-Spiel, das ich am meisten gespielt habe, weil ich eben auch ein Zelda-Fan bin. Aber auch da, du hast halt, sie haben die Bosskämpfe reingebracht, die man so kennt, aber in einer anderen Form. Also es ist ein bisschen flotter. Aber gleichzeitig kämpfst du eben gegen Horden von Moblins und Goblins und slasht sich dadurch mit diesen ganzen Charakteren, die man über die Jahre liebgewonnen hat. Das ist einfach guter Fanservice und es ist sehr leicht, sich in dieser Welt zu verlieren. Und
um ehrlich zu sein, wenn man den Schwierigkeitsgrad hochschraubt bei diesen Dynasty Warriors Spielen, dann sind die schon hart, aber sie sind spielerisch nicht sehr tief. Das heißt, man muss diese spielerische Härte ein bisschen kompensieren durch sehr viel Grind, durch so ein bisschen Crafting. Das ist nicht das, was mir persönlich Spaß daran macht. Also normalerweise spiele ich Spiele gerne auf einem hohen Schwierigkeitsgrad, aber bei den Dynasty Warriors Spielen stört mich das eher, weil dieser Rhythmus, das ist, was es für mich so cool macht. Du stürzt dich da rein, du ist genau wie du gesagt hast, man stürzt sich durch diese Kämpfe rein, man findet unheimlich leicht ein Szenario und verliert sich dann da drin für eine Stunde. Ja? Und wenn man dann in der letzten Sekunde scheitert und eine ganze Stunde nochmal spielen muss, dann ist man frustriert. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hat man einfach eine gute Zeit und man fragt sich im Nachhinein, warum? Weil das, was ich mache, ist so unglaublich eintönig. Man kämpft ja die ganze Zeit mit den gleichen Kombos gegen die gleichen Gegnerhorden und trotzdem schafft es das Spiel mit so regelmäßigen Bosskämpfen und so der Inszenierung genügend eigene Akzente zu setzen, um, sage ich mal, eine affine Zielgruppe anzusprechen. Dynasty Warriors wird nie für jeden etwas sein. Das ist einfach so. Das Spiel ist speziell. Ja, aber dafür sprechen die Verkaufszahlen ja auch ein bisschen für sich. Also Dynasty Warriors war im Westen nicht so beliebt. Da ist erst Hyrule Warriors richtig durchgestiegen. Hatte Mitte 2016 fast 500.000 verkaufte Exemplare, was doch eine ganze Menge ist. Also wir rechnen auch damit, dass es mit der Switch nochmal hochgeht, weil die Switch halt nicht so viele eigene Titel hat und deswegen die Remaster ganz gut ankommen. Aber wenn man so ganz genau drüber nachdenkt, dann ist es halt wahrscheinlich schon so ein bisschen der Zelda-Fanservice, der das in den Westen gebracht hat. Aber vielleicht ziehen da jetzt halt auch die anderen ein bisschen nach. Ja, vielleicht wird Total War dieses Szenario von Dynasty Warriors ein bisschen populärer machen und dann interessieren sich Leute vielleicht dafür. Ja. Es wäre wünschenswert. Aber in Japan muss ja der Erfolg auf jeden Fall groß genug gewesen sein, dass man jetzt doch tatsächlich beim 9. Teil ist. Also ja, aber der 9. Teil kommt ja leider nicht gut an, weil er eben, weil er genau diese Dinge, die, also dieses Rhythmusgefühl, diese Dichte im Tempo auffächert mit einer Open World und den Spielern im Gegenzug zu wenig Interessantes zu tun gibt. Also das ist ein typischer Fall von ein Spiel, wo man sich die Open World sowas von hätte schenken können. Ja, Open Worlds machen einfach Spiele nicht pauschal besser, auch wenn manch einer das denken mag. Und Dynasty Warriors 9 ist halt das beste Beispiel. Und was ich ganz kurios finde, ist, dass Koei diese Story von Dynasty Warriors, die machen, also es gibt halt Dynasty Warriors, dieses Hack-and-Slay-mäßige, und dieses gleiche Szenario gibt es aber noch in Romance of the Three Kingdoms, was quasi die Strategievariante davon ist, die auch seit 20 Jahren entwickelt wird oder sogar noch länger, seit NES-Zeiten. Und es ist so verrückt aus unserer Sicht, eine so langlebige Franchise zu sehen, zu der man auf den ersten Blick überhaupt keinen Zugang hat. Ich finde das, und das finde ich auch spannend, sich da so ein bisschen in diesen Kosmos einzulassen und sich zu versuchen, diese 80, 90 Namen, mit denen man da konfrontiert wird, die für die chinesische Kultur so sind wie die Artus-Legende für die Briten, also ein absolut, also so ein Mythos, den sie kennen, mit dem sie sehr verwandt sind. Ja? Sich da so mal rein zu versetzen, das ist, finde ich, auch einfach aus einer jetzt mal nicht Spielperspektive spannend. Das mag nur ich sein, aber ich bin bei sowas immer sehr neugierig. Und dass, sage ich mal, der östliche Gaming-Markt das so am Leben hält, ist was ich sehr begrüße. Und auch, dass es halt immer wieder seinen Weg findet, jetzt auch bei Steam, dass diese Dinger jetzt auch für PC rauskommen. Mhm. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Gelegenheit. Ja, absolut. Also die Frage ist halt immer, wie lange hat man Spaß an so einem Spiel? Ich denke, bei Hyrule Warriors hatte man natürlich auch immer noch diese Nebenmissionen, diesen Abenteuermodus, diesen ganzen Käse, wo man sich neue Charaktere dazu holen musste oder konnte. Und dann konnte man sich noch zusätzlich Charaktere kaufen, mit denen man natürlich nochmal alles durchspielen hätte können, wenn man das gewollt hätte. Also man kann eine ganze Menge Zeit in Hyrule Warriors oder auch in Dynasty Warriors stecken, aber wie lange macht es Spaß? Ja, das ist die Frage. Also das kommt halt immer darauf an, wie bereit man ist, sich auf solche Grind-Sachen einzulassen. Also ich würde sagen, so ein Spieldurchlauf Hyrule Warriors, wie lange dauert das, um da ordentlich durchzukommen? 15 Stunden vielleicht, so 15, kommt 20 hin. Stunden etwa, vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Also wenn man wirklich nur die Main-Story durchspielt, es gibt ja noch diverse andere Modi, aber wenn du dann noch die Nebenmissionen machen willst und eben noch alle Charaktere mal ausprobieren willst und deine Figur verbessern willst und vielleicht einen höheren Schwierigkeitsgrad angehen willst, das kann man halt nach hinten raus durchaus strecken. Also der theoretische Umfang ist definitiv nicht das Problem dieser Spiele. Es ist halt die Frage, wie viel man selbst bereit ist, das immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Es ist ja nicht so, als gäbe es nicht viele coole Spiele, die man auch noch spielen will. Aber ja, kommt letztlich darauf an, wie viel man bereit ist, da reinzustecken. Genau. Also
Wir wissen auch nicht so genau, was die große Faszination dieser Spiele ist, warum sie sich so gut halten. Uns machen sie Spaß, offensichtlich. Und wir hoffen, dass sie euch auch Spaß machen. Dynasty Warriors ist jetzt im Februar rausgekommen. Hyrule Warriors steht noch für Frühling 2018 an. Frühling hätte ja eigentlich jetzt beginnen sollen. Mal sehen, wann der kommt. Das heißt, wir wünschen euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.